Hallihallo, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Weiter geht's mit meiner Pimp My Happy Planner Serie. Heute möchte ich mal diese Dashboards benutzen, beziehungsweise eins davon. Ich habe mir auch schon was gedacht dabei. Ich möchte das ganz gerne immer, ja, irgendwie in der aktuellen Woche haben, glaube ich. Ich muss mal schauen, wie das Ganze aussieht. Und wollte dann mit Sticky Notes einfach ja was raufkleben, was wichtig ist, was man irgendwie in der Woche machen muss, was nicht vergessen werden soll oder irgendwie Einkaufszettelchen. Da gucke ich einfach mal. Da haben wir diese schönen Teilchen und die sind wirklich spitze. Das sind drei Stück. Die hatte ich euch ja gezeigt. Ich zeig euch die noch mal eben. Und die sind richtig toll. Die haben so ein ja schön hartes Material auch. Da haben wir einmal das Pinke hier. Wir haben ja auch ein Tab. Wir haben auch diese Sticker dabei für die Tabs. Wo haben wir die denn? Ich hatte die gerade eben hier genau. Und da kann man dann halt ja. To-do finde ich ganz interessant. Dann das würde ich als solches auch nutzen oder hier today, aber to do wahrscheinlich eher. Ja, wie gesagt, wir haben einmal das pinkfarbene, dann haben wir das und das würde ich ganz schön finden aus dem Grund, weil Plan a Happy Life, Plan a Happy Life, das steht nämlich auch auf meinem Cover und wir haben hier dieses schöne blaue, was jetzt auch schön passen würde, aber ich denke, ich nehme das Transparente. Pink ist natürlich auch schön, aber ja, ich dachte mir, ich nehme mal das. Ich kann natürlich auch alle nehmen, aber ich, ja, das wäre dann so. Da haben wir alle drei Text dann so. Das kann man natürlich auch machen, aber ich dachte mir, eins reicht. Für das, was ich jetzt erstmal vorhabe. Ja, und da muss ich mal sehen, wo das Ganze reinkommt. Mein Planner habe ich immer in diesem Cover hier, denn die sind, ja, da, ich meine, das bleibt nicht aus, aber das reicht schon. Ich hatte den Planner eben draußen und habe den einfach nur hier auf meinem Schreibtisch liegen gehabt und man bewegt den Planer ja und dann hat man hinten eigentlich schon Kratzer drauf, ne? Das ist halt laminiert und das geht leider sehr schnell und ja, deswegen lasse ich das Ganze doch mal hier drin. Man kann ja trotzdem blättern und so. Ja, wie gesagt, heute hatte ich ja auch ein Video gemacht, wo ich diese schönen Hüllen reingemacht habe und dann muss ich mal gucken. Das ist jetzt der Juni und dann haben wir hier den Juli. Und da dachte ich, das ist ja der aktuelle Monat, dass ich das hier irgendwie unterbringe. In die aktuelle Woche vielleicht immer. Das ist nicht die aktuelle Woche, das ist die. Ja, da trage ich aber ein. Ja, da bin ich gerade am Überlegen und ich glaube, da muss ich kurz wirklich überlegen. Aber eigentlich muss ich da gar nicht viel überlegen. Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Sache, weil wir haben ja nämlich auch den Tag. Das heißt, ich habe hier dann auch immer gleich ja, sowas wie ein Lesezeichen, wenn man möchte. Ich komme somit immer in meine aktuelle Woche, denn ich trage zum Beispiel ja mein Trinken hier ein und mache mein Planner mehrmals am Tag auf. Und dann bin ich immer gleich hier. Wir haben hier diesen Tag, wie gesagt, das ist ganz cool. Hier habe ich so eine Trinkliste. Ich habe mir übrigens auch solche Listen ausgedruckt. Finde ich ganz interessant. Angst und Depression. Da kann man dann halt Level 1 bis 10. Und ist immer ein bisschen schwierig bei mir, weil ja, gestern hatte ich dann mal normal so 3 und dann ist es mal hochgegangen. Ja, aber ich weiß für mich, was es heißt. Dann habe ich hier so eine Trinkstrichliste für eine Woche.
Und ja, da trinkt da, also ich trinke schon ein bisschen mehr, aber ich mache nur ein Strichelchen rein für Wasser. Ich trinke auch mal ein Glas oder zwei Cola oder ich trinke ja auch Tee, das trage ich nicht ein. Das ist wirklich nur für Wasser. Und dann haben wir hier ein Pain Level, das heißt ja, Schmerzen. Und das fand ich mal ganz interessant, das habe ich mir mal ausgedruckt. Genau. Und ansonsten würde ich das jetzt tatsächlich so lassen. Das finde ich ganz cool, weil wir dann, wie gesagt, auch immer, ich mache das mal eben zu. Ja, das ist cool. Wir können hier aktuell wirklich schnell in die Woche springen. Hier haben wir den Tag. Da werde ich noch was raufkleben. Und dann kann ich immer in die Woche. Doch, das gefällt mir gut. Und das stört ja hier auch nicht, wenn ich jetzt eintragen will. Ja, und da würde ich sagen, today oder to do. Ich würde sagen, today. Gefällt mir irgendwie besser, weil ich bin ja immer in der Woche dann. Das nehme ich wirklich so als, ja, als Today-Marker, sage ich mal. Und auf dieses Teil dachte ich mir, werde ich vielleicht immer mal ein Sticky Note draufpacken. Wenn ich zum Beispiel, ja, Wasser brauche, schreibe ich mir Wasser rauf oder so, damit ich es nicht vergesse. Also, get it, girl. Ist auch geil. Today oder nur die Herzchen? Da muss ja nichts stehen. Die Herzen sind auch schön. Was nehme ich dann? Don't forget ist auch cool. Today. Today oder die Herzen? Ich muss mal 3 Jahre überlegen. Ich habe es mal rausgenommen. Ich werde mal Today nehmen. Wenn wir das dann hinkriegen. Und vielleicht passt noch was von den Herzen rauf. Mal gucken. Ich bin immer so kitschig. Nein. Hilfe, Hilfe. Ja, toll, das klebt aber wie Sau, ne? Ich hoffe, das klebt jetzt auch noch da, wo es soll. Ich zoome mal ein bisschen ran, aber das ist ja auch nicht so interessant, ne? Vor allem, ich komme nicht richtig ran, weil ich die Kamera vor der Nase habe. So. Today. Im Grunde könnten da auch noch die Herzen drauf, aber das kann man sich ja auch aufheben. Obwohl, wir gucken mal. Schatzi. So. Na, das müsste man jetzt ein bisschen schneiden, sonst wird es ein bisschen knäppelig. Aber warum nicht machen wir dieses? Schneid das mal hier ab. Und dann passt das nämlich noch mit drauf. Zumindest die zwei vorderen hinten, glaube ich, nicht mehr. Nee, nehmen wir die beiden. Naja, das sollte nicht schief sein, ne? Sieht denn doof aus. Aus. Und das kommt jetzt wieder rein. Ja, das war das. Davon haben wir, wie gesagt, mehrere. Also man kann da sich alles Mögliche dann merken, aufschreiben. Ich finde das aber schön, weil ich habe jetzt hier wirklich auch einen Today-Marker. Das hatte mir noch gefehlt. Hier, das seht ihr, das guckt schön raus. Was ja sein soll. Ja, und so komme ich immer schön in meine, ne, ihr seht das, ich kann jetzt hier reingreifen und komme hier schön in meine aktuelle Woche. Das ist cool. Und ich dachte mir, wie gesagt, dass man dann hier ein Zellchen draufklebt. Ich kann euch das mal eben zeigen. Ich habe ja hier vorne die Today-Marker. Und da könnte ich mir zum Beispiel hier ein To-Do abreißen. Und das könnte ich mir jetzt dann oder würde ich mir dann theoretisch hier einfach drauf machen. Ich habe mir ein bisschen mehr rausgerissen, auch gut.
macht nichts. Und dann könnte ich mir hier jetzt raufschreiben, ja, was so los ist. Ja, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel was Bestimmtes einkaufen muss oder ja, das dachte ich mir so, dass ich das dann hier schön aufschreibe. So sieht es dann aus. Finde ich eine coole Idee. Ist immer hier schön in der aktuellen Woche. Das gefällt mir. Und da kann man dann halt mehrere dran pinnen. Hier habe ich jetzt mehrere dran. Das wollen wir natürlich nicht. Mache ich mal wieder zurück. Das wollte ich euch nochmal gezeigt haben. Und so würde ich das Ganze dann handhaben. Vielleicht ist das ja was für euch. Ich finde es eine schöne Idee. Und das war's dann auch. Dass man dann hier, wie gesagt, die To-Dos hat. Ne? Und wie gesagt, wir haben hier ja noch zwei weitere, die man reintun kann, dass man die sich einheftet und ja, im Grunde so wie eine Pinnwand benutzt. Ne? Dass man ja das Ganze als Pinnwand nutzt und da einfach Zettelchen draufklebt oder eben wirklich als Divider Dashboard. So, ja, das war dieses. Und dann komme ich mal zum Schluss. Der Planer wird immer schöner. Ich liebe ihn. Ich finde das hier richtig toll, auch jetzt mit dem Teil. Und als nächstes würde ich sagen, mache ich einfach mal eine Wochendeko mit euch zusammen. Ja, der Kleine ist schon gut gewachsen, aber der hat ja jetzt große Ringe drin. Von dem her geht das. Ja, da geht schon noch was. Schade, dass die Hüllen, ihr seht das, die Hüllen, hatte ich euch im Video gesagt, die sind ein bisschen länger, aber das ist nicht so dramatisch. Mein Planner ist eh hier drin. So, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!